Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. Leute, mein Farmtag ist vorbei. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Es ist pünktlich im April. Hier habe ich unser kleines Frühstückchen rausgekocht. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Fundamente bzw. die Deckelemente, was wir brauchen, schon alle vorbereitet. Ja, Leute, es ist... Ja, ich würde euch echt anlügen, wenn ich sage würde, es ist wirklich nichts passiert während meinem Farmtag. Ich konnte echt gut farmen, gestorben bin ich nicht, Gott sei Dank. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich sowas nochmal mache. Weil erstens habe ich Schwein gesehen und ein Reh gejagt. Das Schwein wollte ich eigentlich jagen, das probieren wir aber jetzt gleich. Mich gerade noch kurz... das Wasser da reinhaue und dann machen wir die Elemente raus. So, und dann machen wir das hier mal kurz da rein. So, jetzt hoffe ich, dass mir das Schwein wieder finde. Ein Elch ist hier vorne direkt an unserer Basis vorbeigelaufen. Natürlich war das jetzt alles nicht so spektakulär. Aber gerade bei dem Schwein wusste ich nicht genau. Mir das schon zusammen gemacht habe und das würde ich doch schon ziemlich gern mit euch zusammen erleben. Deswegen habe ich es in Ruhe gelassen und habe einfach gehofft, dass es nicht so weit wegläuft. Ich habe allerdings jetzt keine Ahnung, wo es ist. Und die absolute Herde war, hier hinten hat einer von unseren komischen Nachbarn angefangen zu angeln, hat sich mit einem Bär angelegt. Und tatsächlich gegen den Bär verloren. Dann hatte ich das Glück, dass der Bär relativ schnell tot war. Und dass ich noch den Loot vom Nachbar bekommen habe. Da war jetzt nichts Spektakuläres drin oder so, aber einfach das mal zu sehen, das wäre das Ganze schon wert gewesen. Was war hier? Das ist ein Bär, oder? Klingt jetzt nicht nach Schwein. Ja, Hühnchen. Zeig uns mal, wo das Wildschwein war. Und der Elch so nah bei unserer Hütte, das war natürlich auch. Mich schon gejuckt, aber ich wollte halt nicht sterben. Das kratzt dann so ein bisschen an der Ehre, wenn ein Tier geht, dass du gar keine Chance gehabt hast. Das wird man einfach gerne nochmal probieren. Einfach um die Ehre wieder herzustellen. Ja, und das Schwein scheint jetzt weitergezogen zu sein. Das sind jetzt ein Haufen Hühnchen. Hier habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ungefähr da, wo der Bär da rumläuft. Unten ist was, oder? Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Also es war anscheinend auch friedlich. Es hat mir nichts gemacht. Ich war relativ nah dran. Nur... Ich sag mal so, der Elch haut beim ersten Mal auch ab, oder? Und beim zweiten Mal dann findet das nicht mehr so witzig. Dann zeigt er dir mal kurz, wo der Hammer hängt. Das Schwein ist weg. Gehen wir noch kurz darüber. Werden dem Wolf vorbei. Was ist der für ein Level? 3. Okay. Ja, was ich auch festgestellt habe, das Blöde an den Nachbarn ist halt, klar, wie ich gesehen habe, sie sterben auch gegen die Tiere. Nur die Tiere, jedes Mal, wenn sie dich töten, leveln sie ja auf. Das passiert bei den Nachbarn halt auch. Also es ist egal, ob die Tiere dich töten oder die NPCs töten, sie gewinnen halt trotzdem ein Level. Und das, möchte ich mal sagen, ist jetzt nicht so gut für uns. Ich habe keine Angst, dass mir das nicht schaffen wird, aber es kostet halt unnötig mehr Munition. So.
Genau. Aber ansonsten unsere Hütte sieht doch schon schön schick aus, wenn sie da drüben so steht, oder? Und mir gefällt es richtig gut. Ich möchte behaupten, wir haben die größte hier im Tal. Ja. Mal schauen, wie lange noch. Aber das Schwein ist irgendwie über alle Berge. Oder die Nachbarn haben es natürlich zusammengeschossen, wo es hier rüber gewandert ist. Das kann natürlich auch sein. Das ist ein Wolf. Schade, das hätte ich jetzt gerne mit euch gejagt. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe noch überlegt, unterbrich ich den Farmtag? Werfe ich die Aufnahme an? Dann habe ich gedacht, nee, komm, hast versprochen. Guckst halt, dass du es nicht verlierst. Ja. Ich kenne halt die Wege von den Tieren nicht, die sie so gehen. Und ob die irgendwo dann auch wieder despawnen oder so, weiß ich halt alles nicht. Da bin ich zu leierhaft unterwegs. Nee, hier ist nichts mehr, Leute. Ja, komm, dann gehen wir heim, bauen unsere Putze fertig. Habe ich schon gesagt, dass ich einen Reh gejagt habe? Bestimmt, oder? Also, mir habe jetzt 4 Geweihe. Und von Geweihe können wir uns Kleber bauen. Und mit Kleber können wir unseren Stall erweitern. Allerdings möchte ich vorher noch gerne den Kühlschrank bauen. Und dazu brauchen wir weiter Stromspeicher. Ich würde sagen, das machen wir alles heute. Material müsste da sein. Bretter habe ich schon durchkaue. Nimmt man die Kiste oder so, hat das Spiel jetzt für uns. Nicht mal eine Kiste. Oh, aber ein Erz direkt vor der Füße. Ah, unser Hühnchen geht ab wie eine Rakete. Oder ein Grizzlybär. Ja, ist klar. Was geht bei dir ab? So ein das. Ah. Ich weiß, was es war. Eine Falle von uns ist kaputt gegangen. Die hier. Okay. Guckt euch das an, schon Level 5. Und wieder ein Ei. Sehr schön. Das hier habe ich das Gefühl, müssen wir auch bald bauen. Der Kotfänger. Weil zum Klebstoff herstellen brauchen wir auch. Na, die Asche. Danke. Genau, die Asche brauchen wir. Das bedeutet, dass mir für die jetzt auch eine andere Verwendung habe. Und dementsprechend sollten wir die sparen. So, wir gucken mal kurz nach unserer Beete. Guckt euch das an. Dann müssen wir auch gleich dran. Aber jetzt bauen wir erst kurz fertig. Bams. So. Ist alles raus. Nee. Das hier zuerst. Das hier zuerst. Da habe ich mich jetzt die ganze Zeit drauf gefreut. Zack. So, jetzt ist das hier fertig. Das heißt, es gibt hier unser kleiner Werkstattbereich, wenn man reinkommt. Abgetrennt, hier gibt es Wohnen und Essen. Da soll dann Ofen und Kühlschrank hin, in die Ecke. Und hier halt alles, was mit Werkstatt zu tun hat. Vielleicht holen wir sogar den Extrahierer, also ihn hier aus dem Eck. Vielleicht holen wir den sogar raus. Guckt ihn euch an. Angeln direkt neben Bär. Hätte ich jetzt schon wieder Lust.
die über der Haufe zu ballern, aber ich möchte ein bisschen Munition sparen und dann was Sinnvolles damit machen. So, dann haben wir die Hütte hier zu. Sehr gut. Und dann machen wir hier noch einen Türrahmen rein. Ich glaube, wir lassen es auch erstmal beim Rahmen. Jetzt sind nämlich die Speicher hier, sind, wie soll man sagen, sie sind dann im Trockenen und im Warmen. Stehen nicht im Wetter, aber sie müssen ja nicht, also nicht eingeschlossen sein. Wieso denn? Wisst ihr, was ich meine? So. Den dann noch hier unten in die Werkstatt. Bleibt alles drin, perfekt. 19 Eisenfragmente haben wir auch schon. Leute, das läuft. Noch mehr Eisen. Gut, dann haben wir das. Herr Wolf? Alles gut bei Ihnen, ja? Dann das Ei hier rüber. Das hier mal raus, das da raus, das hier und das da. Ihr seht hier, den Treibstoff haben wir auch schon richtig viel. Drüben wäre wieder ein Reh. Oh ne, das Reh lassen wir jetzt mal in Ruhe. Lasst uns lieber hier, zack, das da noch rüber, das da noch rüber. Perfekt, dann sind wir soweit wieder leer. Sehr gut. So, dann gehen wir schön zu der Beete. Kümmern uns um die. Jetzt wird's ja nächstes Mal. Kommst du hier mit? Bams. Ja. So. Und du da. Zack. Und hier so daneben, aber so, dass man noch durchlaufen kann. Ja, einigermaßen gerade vielleicht. So. Perfekt. Dann holen wir uns mal unsere Ernte raus. Oh Leute, macht das Spaß, ich sag's euch. Die eigene Ernte, 12 Tomate. Okay, wie viele Plätze haben wir hier jetzt frei? 5 Stück. Das heißt, Samen ziehen 5. So. Und hier haben wir frei 4. Dann wartet kurz. Wir gucken erst, was wir noch für Samen unten im Lager haben. Ja, das ist das Falsche. Wir haben noch 2 Tomate. Mach auf jeden Fall 2 Heilkräuter. 3 Heilkräuter. Eine Kartoffel. Ich habe keine Karotte mehr. Kann man bei den Zwiebelsamen ziehen? Okay. Wir haben keine Karottensamen mehr, das heißt. Wir machen nur 2. Oder haben wir noch Karotte irgendwo eingepflanzt? Nee. Seht ihr? Wenn da nicht aufpasst. Ja, das lassen wir erstmal. Sonst haben wir das verbaut. Also ihr wahrscheinlich weniger, aber ich. Probier die, ich die ganze Zeit hier in die falsche Kiste gehe. So. Brauchen wir da was? Ja, gönnen wir uns gleich mal 2. Die Tomate kommen hier runter. Mach sie hier hin. So, ist das Gemüse schön beisammen. Und die restliche Karotte. Die geben wir unserem Hühnchen. Hallo, brauche dringend noch einen Namen für ihn. So. Ums. Hat's wieder was. Was dir schmecke, gell? Und wenn der Wolf dich hier belästigt, sag Bescheid. Wir laufen dann weg. Kann ich selber wehren. Hä? Entschuldigung. So. Weiter geht's im Text. Dann haben wir gesagt,
Objekte brauchen einen Stromspeicher. Dazu brauchen wir erstmal Strom, kein Problem, kein Problem. Stromerzeugung plus 1. Ich bin, also den Blick hier aus dem Fenster finde ich echt cool. Da drüben sieht man den Nachbarn. Den werde ich ja noch wegsprengen. Oh, dahinter sieht man ihn sogar laufen. Da ist einer. Seht ihr ihn? Jetzt ist er weg. Und dahinter mit dem Berg. Richtig nice. Fällt mir gut. Fällt mir richtig gut. So, Entschuldigung, zurück zum Stromspeicher. 7 Eisen, 6 Platine, 7 Bretter. 7, 6, 7. Oder wisst ihr was? Nehmen wir das alles mal mit. Ich finde das Einzige, was ich bauen möchte. Da haben wir vielleicht ein bisschen wenig Bretter. Cash, kein Problem. Ach so. Naja, okay, da müssen wir eh. Ich habe das schon wieder vergessen mit dem. Mit dem blöde. Masse und Strom, dass das wieder abbaut. Das verdränge ich immer voll gern. Ach nee, oder? Wie habe ich denn jetzt da wieder daneben geschossen? Das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. Ich weiß jetzt selber nicht, wie ich das schaffe. Wo ist hin? Ich hätte es jetzt doch schon gern gejagt wegen Kleberhersteller. Da, ach Gott. Ja, weil ich krank bin, habe ich es wieder aufgescheucht. Aber jetzt seht ihr wenigstens mal, wie meine Rehjagd ausgesehen hat. Hä? Ist ja schreckhaft. So laut waren wir doch jetzt gar nicht. Oh, schön, Revolver. Wo ist? Jetzt haben wir es verloren. Entschärft. Dahinter steht's. So, und diesmal aber ein bisschen konzentriert. Ohne Schiene. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich jetzt schon wieder daneben geschossen? Das hat kein so Flatschgeräusch gemacht, gell? Wieso schieße ich denn da und daneben? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist noch full life. Ich bin genau auf dem Kopf. Okay, das lassen wir. Ich bin genau auf dem Kopf und schieße einfach daneben. Drei Schüsse einfach so verdattelt. Oh oh. Habt ihr ihn gesehen? Ach, da funktioniert es plötzlich. Naja, okay. War zwar kein Reh, aber wir haben ihn. Ups, den da wollte ich. Den gehen wir schnell wieder zurück, bevor die uns angreifen. Ja, haben wir ihn erwischt. Sondern nur noch einen so Gewehrschuss und ich war so stolz, dass ich 5 Stück herstellen konnte.
Das war jetzt auch peinlich wieder mit dem Reh. Weil ich nicht weiß, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, aber ich habe doch eigentlich genau auf den Kopf gezielt. Bei dem Reh, was ich offscreen gejagt habe, war natürlich auch kein One-Shot. Ich habe es dann verfolgt und mit der Pistole dreimal angeschossen noch. Aber das lag auch daran, dass ich keine Gewehrschuss mehr hatte. Und die Pistole machte nicht so dermaßen viel Schaden. Okay. Naja. Immerhin, dir geht's gut, gell? Immerhin. So, wir wollten eigentlich hoch den Stromspeicher aufstellen. Uns das Reh abgelenkt hat. Dididi. Zack. Dann kommt der hier daneben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht abbaue. Von denen brauchen wir bestimmt auch mehrere irgendwann. Dann kommen die mal hier in das Exo. Yo. Hallo? Keiner da. Der Grizzly kommt auch immer näher. Hier habe ich mir schon überlegt, dass man vielleicht so ein Geländer drum baue. Irgendwann, wenn man mal zu viel Mats habe. Okay, hier brauchen wir dringend Wasser. Wasser haben wir aber gemacht. Zack, zack. Zack. Wasser können wir uns gleich noch mal zu einer machen. Beete bewässern. Karotte. Oh ja. Es sieht auch wieder gut aus. Ich glaube, da können wir uns gleich noch einen Gewehrschuss herstellen. Geht es? Jo, sogar fast zwei. Nice. Dann das hier noch runter. Das sammelt sich auch langsam wieder. Das finde ich sehr gut. Dann haben wir hier Nägels. Das können wir auch schon mal wieder zurücklegen. Hier eins. Da noch eins. Sehr gut. So. So. Das wäre bewässert. Dann füllen wir gleich wieder nach. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Kleber haben wir gar keinen mehr, oder? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ne, haben wir gar keinen mehr. Okay. Hier ist die Schiene. Gebrochene Gliedmaßen. Okay. Ist mir jetzt toi 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 noch nie passiert. Ein Kleber. Brauchen wir drei Geweihe. Ja, vier haben wir aber nur. Richtig. Richtig. Ja, hätte man halt das Reh erwischen. Das ist schlecht. So klassische Aronas-Aktionen. Richtiger Klassiker. Halt, da steht er jetzt unten. Mann. Ich wollte das Eise wegbringen. So. Perfekt. Der läuft. Wart noch so auf der letzte Rille. Wenn es so steht, muss ich aufpassen, dass das nicht, dass ich es nicht aus Versehen ins zweite mache. Ha ja. Dann sind wir jetzt dem Kühlschrank ein Stückchen näher gekommen. Haben wir denn hier oben noch das Bett?
Nur von dem Bett bin ich irgendwie nicht überzeugt. Weißt du, wieso? Und das. Ich mag das eigentlich, umzulaufen. Also, das Beste am Tod ist eigentlich dann das Zurücklaufen, dass man wenigstens mit Tasche voll Loot wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht jetzt irgendwie doof anhört oder so, aber es ist tatsächlich so. Du bist ja bei Level 10. Dann können wir dich ja schlachten. Oh. Es gibt auch nochmal so eine Aktion, das Hühnchenschlachten, wenn man es auf Level 10 zieht. Aber es ist halt leider so, gell? Wenn, dafür macht man es ja. Und am Ende dann. Genug Fleisch und so davon zu bekommen und die Premium-Federn und Fett kriegt man, glaube ich, auch noch. Dafür investiert man ja das ganze Futter und nicht, um nichts davon zu haben. Sehen unsere Werte aus, ein bisschen Eiweiß kann man brauchen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir uns zuerst den Ofen aufbauen. Da könnte man eigentlich jetzt noch ein bisschen Mats vorbereiten. Weil der Ofen. Gut, da brauchen wir zwar Pfanne und so. Der Ofen ist ein bisschen teurer wie der Kühlschrank. Und mir habe halt durch das, dass mir keine Seile habe, beziehungsweise keine Fasern, haben wir den Nachteil, dass man da keine. Also kein dauerhafter Strom erzeugen könnte. Man müsse immer. Müsste dann immer mit dem Generator hier arbeiten. Das halte ich für nicht so sinnvoll eigentlich. Was ist denn das? Ach so. Wer da zugelassen ist, das bin ich. Hallo. Mehr Zinkfragmente. Ah, ich habe es schon gesehen. Kleber braucht man auch. Ah, jetzt ist noch ärgerlicher, dass ich das blöde Reh habe entwischen lassen. Das Reh war ja nicht blöd. Mir waren die blöde. Das Reh war ja schlau, deswegen ist es entkommen. Ganz logisch eigentlich. Der ist schon wieder aus, jawohl. Wir haben 50 von 200 Masse. Die müsste jetzt aber eigentlich hochticken, oder? Ja. Tickt halt nur extrem langsam. Aber das macht ja erstmal nichts. 6 Barre. Für einen Barre braucht man. Also brauchen wir 60 und 30. 60 Eisen, 30 Kupferfragmente. Und das wird sportlich. Lauf ich schon wieder hin? Er ist immer noch unten. Die Macht der Gewohnheit hier. Okay. Wir sind noch verdammt weit vom Kühlschrank weg. Wobei, eigentlich fehlt uns nur Eisen und 2 Kupfer. Aber 2 Kupfer sollte ja schneller gehen als das mega viele Eisen. Okay, Leute. Würde ich sagen, machen wir heute halt mal ein bisschen kürzere Folge. Jetzt halt auch extrem, extrem unglücklich. Also das mit dem Reh fuchst mich wirklich. Da müssen wir mal noch nachgehen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge was machen können. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.